Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Das hier ist das Let's Play von Dead Space 3. Wer hätte das jetzt gedacht, wo ihr das angeklickt habt, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich darauf warten muss, dass meine Freunde kommen oder ob ich alleine den Berg hinauf muss. Aber anscheinend müssen wir erstmal hier ein bisschen alleine auf heitere Bergtour gehen. Achtung! Zack! Und rauf geht's. Kann man eigentlich auch hier was wegschießen, oder was? Ah, das nützt aber nichts. Geschickt gemacht. Oh, da kommt wieder irgendwas runtergefallen. Au! Oh, ich habe keine... Stimmt, ich habe ja gar keine Energie-Packs mehr dabei. Keine Medipacks! Oh, wenn da schon was runtergefallen ist, kommt da wahrscheinlich nichts mehr, oder? Aber ich bin eh schon fast oben. Jetzt kann da eigentlich gar nichts mehr kommen. Obwohl, das sind hier so komische, lange Spitzen da. Eiszapfen. Ja, hochhüpfen. So, ich bin oben, Mädels. Ihr könnt kommen. Ey, wieso bin ich immer alleine, ey? Ich glaube, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat. Mi, 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 mi. Meine Güte. Ich hab den aus Versehen erschossen und in mehrere Stücke zerteilt und so. Das wollte ich nicht, Ellie. Das war... Und der war total nett und so. Ich ja nicht wissen, dass der auf mich schießen wollte. So, ich mache hier mal Strom an. Moment. Ah ne, ich hole eine Leiter raus. Das ist ja auch geil. Das ist ja das... Das ist ja geil. Was die alles in der Zukunft so erfinden werden. Ausklappbare Leitern und so. Super. Echt super. Medipack. Dankeschön. Noch was? Medipack. Dankeschön. Und wieso kommen die nicht nach? Wieso hassen mich jetzt schon wieder alle? Das klingt unfreundlich. Ach nee, es ist nur ein irrer Zombie. Hallo? Na, der will mir bestimmt nichts Böses. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass... So. Das, wahrscheinlich ist er einfach nur da am Arbeiten und so. Und wenn ich ihn nicht störe, könnte ich mir vorstellen, dass er auch mich nicht stört, oder? Oder doch? Doch, könnte es doch sein. Es könnte doch sein, dass die Leute keinen Bock drauf haben. Ey, hau ab. Jetzt werdet ihr aber ein bisschen aufdringlich hier. Jetzt hier mal auf die Omme, richtig auf die 12 Nummer. Oh, oh, oh. Lasst euch nicht mit Necromorphs ein, die können... tödlich sein. Ach, scheiße. Da bin ich seit langem mal wieder gestorben. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich wollte eigentlich ein bisschen so einen Coolness-Faktor raushauen und einfach mal da so ein paar Jungs erledigen. Da waren aber doch ein paar zu viele da. So, zum Glück müssen wir uns den Jammerkram von Ellie nicht nochmal anhören. Frauen, die rumjammern und so, die hat man ja meistens schon zu Hause genug. Zockst du schon wieder? Läuft doch so ein Schnulzi-Film auf RTL. Ja, Schatz, ich komm gleich. Gehen wir mal ins Kino in Coco World 2. Ah, klar. direkt nach dem neuen Stirb langsam. Also nicht. Also bei mir ist das natürlich nicht so, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass das bei euch so ist. Was, komm her? Komm her, komm her, komm her. So, wo war jetzt das Grabevieh? Dann schieße ich jetzt direkt die Rübe runter.
Was soll ich das noch eben einsammeln hier? Und jetzt machen wir, jetzt hauen wir eben hier direkt hier rüber. Was mit dem? Ich lass mich nicht erschießen von dir! Das ist mir ganz egal, wie oft du schießt! Plasma-Gewehr raus! Uah, oder was auch immer das hier ist! Woo! Oh. War auch so ein bisschen lang, ne? Aber erledigt die ganz gut, finde ich. Komm her! Uah. Komm, jetzt reicht's aber! Massaker! Und nochmal Massaker. Komm her! Nicht mehr zucken! Furchtbares Massaker hier wieder. Hör auf! Flupp. Ich hoffe, das Ding brauche ich nicht hinterher noch für irgendwas. Das... Ja, hol ruhig den Sucherbot raus. Das war genau das Richtige. Ja. Mit dem Sucherbot konnte ich den nicht erschießen. Uah, rüber. Oh, hätte der nicht mitgerechnet, oder? Wo ist meine Belohnung? Meine verdammte Belohnung! Ist der Geruch von verwesendem Fleisch immer so intensiv? Oder machen Sie gerade die hart gekochte Eierdiät? Das stelle ich nicht so an. Sind Sie dadurch sehr beliebt. Komm, ich gebe dir hier Robi noch einen Kumpel zur Seite, dann könnt ihr beide hier zusammen rumrocken. Ich glaube, ich habe gerade alle meine Pornos gelöscht. Was? Das wäre schlecht. Der arme Robi. Fortschritt wird gespeichert. Hier nochmal der Hinweis. Am besten hört ihr mal an so einer Stelle auf, ja? Ich ärgere mich jedes Mal wieder, wenn ich Dead Space 3 anfange. Und meistens läuft man dann irgendwie nochmal so die letzten... Was will denn der jetzt schon wieder? Ach, der das mit dem Gras grüner, das hat man, sagt er auch andauernd, oder? Also ich habe unheimlich häufig, dass ich bei Dead Space 3 immer wieder so diese letzten Momente nachspielen muss. Also dass ich, wenn ich eine Viertelstunde gespielt habe... Dass ich dann, Quatsch, also wenn ich am Speicherstand bin. Mann! Ich will was erzählen! Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Also auf jeden Fall muss man relativ häufig die letzten 15 Minuten nachspielen, weil das Spiel nicht genau da weitergeht, wo es weitergehen sollte. So, wo muss ich jetzt hin? Dadurch, ja. Und wie soll ich das machen? Bin ich hier Houdini oder was? Ich kann ja nicht mehr hüpfen, obwohl ich tausend von Monstern erschießen kann. Ach da, oder hier. Hat doch ein bisschen was von Houdini. Wenn ich hier weiter im Kiefer sprinte, muss ich die Pitcher abschicken. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie? Oh, Ellie. Vorsicht, Hintern! Hinter mich! Ah, Scheiße! Versuchen wir es zu verjagen. Ellie? Ellie! Oh, Verbindung abgebrochen. Ziel hinzugefügt. Was? Jetzt habe ich das verpasst. Die Aufzugsteuerung finden. Das muss doch hier angezeigt werden, oder? Ja. Natürlich ist, wenn hier ein Aufzug ist, ist die Aufzugsteuerung vermutlich in der Zukunft immer 100 Meter weit weg. Es wäre auch unpraktisch, die direkt am Aufzug zu befestigen. Oh oh. Yeah. Könntet ihr das mal sein lassen? Die Leute erschrecken sich. Mann, Mann, Mann. Immer so ein Stress. Ah,
Bei Dead Space 3 ist das neue vorwärts marschieren irgendwie immer rückwärts, oder? Ich habe immer das Gefühl, ich werde die ganze Zeit im Rückwärtsgang bei dem Spiel. Wenn ich angreife, ich greife immer so an. Uah. Achtung! Rüber runter, Penner! Einfrieren ist dann, glaube ich, immer eine gute Idee. Und nochmal drauf treten! Yeah, baby. So, nochmal drauf treten. Yeah, baby. Ah, das finde ich wieder gut, wenn das die ganzen Elfjährigen hier gucken. Nein, das sollte eigentlich nicht so sein, oder? Also, dass vermutlich ein paar junge Zuschauer das gucken, das ist einem ja schon klar. Aber ich habe letztens wieder gehabt, dass so ganz junge Leute geschrieben haben, ja, ich habe dein Far Cry 3 Let's Play schon ganz geguckt, wo ich auch denke, naja, das so sein muss. Ist hier wieder ein Berg hoch, oder was? Vermutlich. So, zack. Lass mal ein paar Sachen einsammeln. Oh, Inventar ist voll. Was wäre denn das? Munitionshilfe. Aha. Was hätte das gemacht? Wisst ihr das? Ich nicht. Ich aktiviere das jetzt hier. Los. Zack. Bau. Ja, klar. Mach schon. Kommt hier wieder so ein Pfeil. Das ist nicht so. Das ist nicht so einfach. Das ist von der Steuerung relativ komisch. Das fühlt sich so ein bisschen wabbelig an, sag ich jetzt mal. Was muss ich jetzt hier machen? Da komme ich nicht hoch. Ja, hä? Was macht denn der jetzt hier? Hüpft der jetzt mal da rauf oder was? Hüpft der hier rüber? Nee. Hä? Also, wenn ich jetzt hier nach oben drücke, seht ihr, dann geht's nicht weiter. Da ist irgendwo was, oder? Wow. Ich schieße auch ehrlich gesagt so ein bisschen auf Verdacht, so ins Leere. Anscheinend tauchen die Viecher da immer auf. Aber ich lasse mich noch mal ein bisschen runter. Ich glaube, das war einfach der falsche Seilzug, kann das sein? Dass man hier nicht weiß. Oder geht das nicht? Also er will nicht. Guck mal, ich habe jetzt ein paar Mal versucht, hier nach links zu wechseln. Nach da. Das macht er nicht. Ich versuche nochmal nach oben zu gehen. Das macht er an dieser Stelle jetzt hier auch nicht. Jetzt gehe ich ganz nach rechts. Das macht er jetzt hier auch nicht. Er kann auch nicht, meines Erachtens auch nicht springen oder irgendwas. Tja, okay, willkommen bei... Ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe. Ich gehe mal wieder runter. So, ganz runter gehen kann man aber auch nicht. Kann auch nicht hier aus dieser Situation heraus. Ja, das ist ja jetzt dankbar. Ich habe so das Gefühl, ich bin an dem falschen Seil hochgeklettert, oder? Als wenn es hier gar nicht weitergehen würde. Normalerweise müsste er doch jetzt hier so einen Sprung machen, oder? Bin ich an einem Bug? Oder mache ich irgendwas falsch? Tja. Gute Frage, nächste Frage. Das wäre jetzt so ein Punkt, an dem ich normalerweise persönlich das Spiel ausmache und dann einfach am letzten Speicherpunkt weitermache. Weil ich sehe hier auch irgendwie keine, nicht des Rätsels Lösung, muss ich gestehen. Er kann auch nicht absteigen, also. Oh nee, komm. Okay, ich würde jetzt sagen, ich steige jetzt einfach nochmal aus der Sequenz aus und beginne das dann vorher dann nochmal von neu. Weil ich komme hier nirgendwo weiter nach oben. Oder muss ich hier irgendwas abschießen oder so? Was das? Entschuldigung, meine Erkältung quält mich noch. Hä? Per
Perspektive ist auch unheimlich schlecht, oder? Also man kann hier kaum was gesehen, kaum was erkennen, was man hier machen könnte. Ja, sieht jetzt nicht irgendwie sonderlich erfolgreich aus, was ich hier tue. Auf der Gegenseite kann ich, glaube ich, auch nichts erschießen. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns hier noch weiter gemeinsam irgendwie eine Stunde quälen, warum es hier nicht weitergeht, beende ich das Let's Play mal an dieser Stelle und werde, glaube ich, einfach zum letzten Speicherpunkt zurückgehen und mal die andere Seilwinde versuchen. Ich sage auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.